und herzlich willkommen zur 133. Folge von Forza Horizon 4. Das hier ist der 2017er Nissan GT-R. Bei Sportwagen-Fans ein sehr begehrtes Teil, zu Recht noch ein sehr krasses Teil. Vor allem auch für den Preis. Denn als der Nissan GT-R 2007, glaube ich, rauskam, kostete der unter 100.000 Euro. Und das ist immer noch viel Geld, aber weiß man, was man dafür bekommt. Also preis-leistungstechnisch ist das Ding echt geil. Das hier ist quasi die aktuelle Ausbaustufe des GTRs mit 570 PS aus dem bekannten 3,8 Liter großen V6 Mito Motor. 570 PS, ich glaube 630 Newtonmeter ungefähr, geht in 2,8 Sekunden auf 100. Dank Allradantrieb natürlich. Wirklich ein geiles Teil. Und den stecke ich erstmal auf meine Teststrecke. Von der Zeit bin ich wirklich positiv überrascht. Es ist eine 2:40,973 geworden. Und ist der Wagen sogar schneller als der 4 Punkte stärkere 911 Carrera S. Der ist gefahren eine 2:41,2 gerundet. Ich muss sagen, die Zeit ist echt gut. Der Wagen ist nur 0,2 Sekunden langsamer als der Aston Martin Vantage GT12. Oder ja auch rund 0,3 Sekunden langsamer als der TVR Griffith. Für die Zeit ist echt in Ordnung. Auch für den Leistungsindex. Muss man mal bedenken. Echt wirklich sehr gut. Was man natürlich merkt, klar, der Wagen hat Allrad, aber er wiegt zu viel. Und ich finde auch die Reifen, ehrlich gesagt, nicht so gut. Also da, ich glaube, der hat vielleicht noch Sportreifen verbaut. Guck ich direkt mal, was ich Straßenreifen. Okay, der hat nur Sportreifen. Machen wir direkt mal Rennreifen drauf. Also die Reifen fand ich echt nicht so gut. Auch so bremsig war auch ziemlich lang. Aber der ging ab, Alter. Auf der Gerade habe ich fast 300 geschafft. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Da ging der wirklich gut ab. So, wegen der Bremse. Ich hätte gern bessere Bremse, aber nicht gern rote Bremszettel. Mach's trotzdem mal rauf. Natürlich, wenn es geht, der Wagen noch tief.
Sieht so schon geil aus, muss ich sagen. Aber halt ein GTA-Erfinder wirkt noch. Ein GTA wirkt generell so ein bisschen klobig. Von außen. Und es soll auch wahrscheinlich bald ein Nachfolger kommen. Wie es so dann so Gerüchte gibt. Ich frage natürlich wann und nicht welchen Motor, ob es vielleicht ein Hybrid wird oder sonst irgendwas. Sehr gut, hier über 1,7 Tonnen schleppen wir mit. Das ist definitiv zu viel. So, Getriebe können wir verbessern. Warum auch immer die Beschleunigung jetzt von 10 auf 8,7 runter geht. Also den Sinn dabei verstehe ich irgendwie nicht so ganz, aber gut. Haben wir eine Diff mache ich noch. Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Also in diesem Bereich eher ungewöhnlich ist. Meistens wird auch eher ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe genommen. Sechsgänge ist da eher ungewöhnlich, aber warum nicht? Sechsgänge, die zu kurz übersetzt sind, vor allen Dingen. So, ich hätte gerne noch breitere Schlappen. Wir machen mal alles, was geht. Hinten sind wir dann bei. Hinten nur 285er. Das ist für ein 570 PS Auto echt nicht viel. Muss ich mal so sagen, so Felgen. Gefallen mir echt gut. Dann natürlich gefallen sie mir größer noch besser. 21 Zöller. Unter Umständen könnten wir sogar für nicht 22 Zöller rauf. Je nachdem. So, Spurverbreiterung. Ja, kriege ich noch ein bisschen Sturz. Beim GTR ist Sturz eigentlich ganz in Ordnung. So, Leistung ich auch gerne ein bisschen mehr. Der hat jetzt 570 PS. Wir machen mal daraus einen Nismo quasi. Der hat nämlich glatte 600 PS. So, ich weiß nicht, wie man GTR oder Spoiler fahren kann. Was zum Beispiel auch JP ganz gern. Der hat auf seinen beiden GTRs auch den Serienspoiler nicht mehr drauf, sondern nur so eine ganz kleine Lippe. Also GTR und Spoiler finde ich tausendmal hässlicher. Also da muss ein Theke rauf. So, ne, finde so schon in Ordnung. Also ganz ist irgendwie so nackig. So ungefähr so wie ein GT3 RS ohne Heckflügel, sieht auch scheiße aus. Da will auch keiner fahren. So, wir könnten umbauen auf Heckantrieb, aber warum? Wir haben noch hier den schönen Atesa ETS Allradantrieb. Wie der bei Nissan heißt. Noch ein bisschen weniger Gewicht. So, natürlich wollte ich ein bisschen mehr Leistung haben. So, wenn es geht, genau 600 PS. Ich muss noch kurz mein Handy holen. Und damit ich natürlich auch die Leistung ausrechnen kann, wie viel wir jetzt nur haben. So, das reicht noch nicht. Das ist auf jeden Fall zu viel, das weiß ich. Also 449 mal 1, sind zu 610, 612 PS, 610 PS sogar, oder 611 gerundet. Nee, machen wir mal. Jetzt geht los, das ist 441 kW. Wenn ich das schaffe, dann wäre das echt gut. Dann machen wir das mal wieder raus. Vielleicht durch einen Luftfilter oder so. Der macht ja nicht viel Leistung. Na gut. Nicht viel fahren, der war gerade gut. Die Teller machen ja alle ziemlich viel Leistung. Deswegen mache ich vielleicht mal so Ventile, die haben G13 kW, ich nehme das erstmal raus. Versuche ich mal Teile zu nehmen, so also Rennteller natürlich, die wenig Leistung bringen. 16 kW ist schon mal viel zu viel. Luftfilter hat meistens nur wieder, der bringt nur 11. 17 ist natürlich auch too much. 14 auch, vielleicht. Ein Ladeluftkühler. Dann bringt ja noch mehr. Haben wir hier 440 mal 1,1. Ist zu wenig. Oder halt nur ein starkes Teil reinmachen, vielleicht. Und nicht zwei weniger starke. Oder halt nur eins nehmen, was logischerweise stark genug ist. Und ich habe hier bei Auslauf nicht geguckt. Der bringt auch gut Leistung. Allerdings nicht genug Nockenwellen. Ja, klar, viel zu viel. Die Turbo ist erst recht Hubraum. Naja, auch nicht. Was waren wir eigentlich schon? Auch 440 kW haben wir dann. Würde ich sagen, machen wir wollten vielleicht ein bisschen mehr als. Das ist ein kleines bisschen mehr. Vielleicht mal so. 4, 5.
Nein, nicht 154, 451, 603 10 PS. Muss auch mal ein bisschen genauer nehmen. Ja, ich sag mal so rund 612 PS haben wir jetzt hier an Bord. Müsste genug sein. So. Okay. Läuft noch. Was mir nicht so ganz gefällt, ist auf jeden Fall die Farbe. Also nicht so ganz gefällt sie mir. Das Orange finde ich generell schon sehr schick, aber die Verteilung lasse ich mal eigentlich so. Vor ein bisschen mehr Sturz haben. Generell, das Orange ist an sich eine coole Farbe im Nissan. Aber nicht so in diesem Orangeton, nicht so dieser Effekt, den mag ich irgendwie nicht so. Vielleicht mache ich mir selber einen Orangeton. Da der Wagen durch krasse Beschleunigung gerade nur so 0 auf 100. Mit 2,8 Sekunden als Serienangabe. Das ist halt schon echt nicht verkehrt. Muss man einfach mal sagen. Und auf 200 weiß ich gar nicht. Ich denke mal so um die 10 Sekunden. Also auch verdammt schnell. Der Wagen, der kommt halt so ein bisschen so langsam in die Jahre. Bei den gibt es, glaube ich, seit 2007, den Nissan GT-R. Natürlich, also hier wird das natürlich auch einiges verändert. Wenn grob sieht er immer noch gleich aus. Grob gesehen, ne? Natürlich, klar, Änderungen, so Rückleuchten und sowas alles. Und also der hat auch die gleichen Formen. Da hat sich nichts großartig geändert. Aber das hat sich geändert auf jeden Fall zum Guten. Leistungstechnisch, ja. Langsam ist er nicht, aber auch wie kein Top, kein PS-Wunder. Aber halt er ist wie immer zu schwer. Nur das macht den Wagen trotzdem nicht so langsam. Also der ist jetzt immer noch fucking schnell. So, Triebe, alles hier ein bisschen länger als Serie. Was ich ja vermutet hatte, weil Serie, der Wagen hatte einen relativ kurzen sechsten Gang. Ich glaube, deswegen war auch der Topspeed be begrenzt. Also der Wagen ist nur so, glaube ich, laut Daten so 3,35 gefahren. Also nur. Ich glaube, er wäre sogar noch schneller gefahren. Die Farbe wollte ich noch ändern. Ich glaube, er wäre sogar noch schneller gefahren, wenn der sechste Gang länger wäre. Also im Spiel zumindest. Nicht, ist er nicht so schnell, da ist er mit 315 angegeben. Das glaube ich auch so, ja, so 320 schafft man vielleicht auch noch, aber das ist halt kein Auto, was für Topspeed gebaut ist. Auf gar keinen Fall. Also da kann man wirklich lange suchen. Was macht man immer Schönes? Erstmal so Herstellerfarben. Das ist Orange, Rot, da sowas Schwarz. Also das finde ich halt bei dem GTR, finde ich, sieht hässlich aus, muss ich sagen. Die coolste Farbe von denen ist einfach das Orange. Vielleicht kriege ich noch ein cooleres Orange hin. Okay, natürlich steht der Wagen jetzt hier gerade im Schatten oder so halb im Schatten durch die Bäume. Sieht jetzt nicht ganz so Premium aus. Matt auf jeden Fall nicht. Ja, zweifarbig poliert. Machen wir daraus allerdings einfarbig. So. So, und die Sekundärfarbe auch noch. Auf Orange. Ich denke, das könnte doch eigentlich ganz gut werden. Auf jeden Fall kann der Wagen ruhig ziemlich hell. Ich glaube, jetzt gefällt es mir schon besser. Ja, gerade so, wenn man hier, wenn da so ein bisschen Sonne drauf fällt. Ja, ich glaube, ich finde es besser als Serie. Felgen lasse ich soweit. Sieht gut aus. Auch die Serienfelgen gefallen mir sehr gut. Sieht schön aus. Und generell ein sehr. Ein Auto, was irgendwie cool ist. Ich kenne wenige Menschen, die das Auto nicht mögen. Ich glaube, sogar eigentlich gar keinen. Und auch Preis-Leistung halt auch wirklich in diesem Segment attraktiv. Würde ich auch sagen. Immer noch viel Geld, aber
Was man für das Geld bekommt, ist echt gut. Würde ich mal so als Laie behaupten. Obwohl der Wagen auch logischerweise immer teurer wird. Was aber auch verständlich ist. Weil ja auch die Produktionskosten immer höher werden. Ja. Hat was, finde ich. Alter, wieder marschiert. Meine Güte. Dann begebe ich mich mal kurz Richtung Autobahn. Mal gucken, was der schafft. Ob der auch über 350 fährt. Das ist echt fucking schnell ist. Nur knapp über 600 PS. Ja, das waren jetzt schon über 270. Ach du Heilige. Das Kurvenverhalten war auch vom GTR relativ gut. Halt. Hat gemerkt, dass er ein bisschen zu schwer ist. Das habe ich jetzt mittlerweile ein wenig behoben. Das Gewicht, ich sag mal, akzeptabel ist. Nicht so schwer ist er immer noch. Aber es ist akzeptabel. Oh Gott. Was ist dieser pinke Subaru oder rosa Subaru hier? I really don't know. Schöner V6 Motor. Auch gut tunbar. Ist auch schon oft getunt, dieser Motor. Natürlich Leistung weit im vierstelligen Bereich. So. Also von null an. Ich könnte aber jetzt so im Video mitstoppen. Langste Woche von 100 und so, dann auf 200, also grob gesehen. Wahrscheinlich werde ich es wie immer nicht einblenden. So, da sind auch schon die 300. Autsch. Der Trieb ist aber noch zu kurz. Das sind, glaube ich, nicht weniger Autos. Der ist doch so schnell den Speed erreicht. Das ist der Wahnsinn. Gang muss noch länger. Und den fünften auch noch ein bisschen länger. So, jetzt ist aber. Jetzt ist aber genug. Schön Endrohrer, Heckpartie, sauber. Die Rückleuchten finde ich jetzt mittlerweile wieder sehr schön. Hat auch so typische, ne, so Skyline-Rückleuchten. Ist ja eigentlich so gesehen ein Skyline R35, würde man sagen. Das heißt ja Nissan GT-R R35. So ein bisschen so der Nachfolger vom Skyline R34. Das ist schon die Rückleuchten, das erkennt man schon wieder, ne? Das ist irgendwie so ein mehr oder weniger geistiger Nachfolger vom Skyline ist. Also würde ich sagen, also das kennt man schon wieder. Gut, von vorne jetzt vielleicht nicht ganz so. Die haben halt noch ein paar Jahre zwischen, ne? Ich meine, das ist ein Auto von der Jahrtausendwende. Nicht so aussieht wie das 10 Jahre ältere Auto. Oder 10 Jahre später gebaute Auto. Das ist ja eigentlich wohl klar, dass sich die Autos auch mittlerweile oder mit der Zeit im Aussehen verändern. Und nicht mehr aussehen wie die davor. Das müssen aber immer so gewisse Grundzüge sollten schon da sein. Das wäre so ganz nett. Wenn man so grob vielleicht erkennen könnte, ja, könnte vielleicht so ein Auto sein. Zum Beispiel auch beim 911er. Hat sich natürlich auch innerhalb der Jahre einiges verändert, gerade technisch natürlich. Man erkennt auch zwischen den Modellen so Grundzusammenhänge. Was weiß ich, die Form oder sowas, scheinwerfermäßig, die Silhouette, der Heckbereich, Heckmotor immer noch. Da man noch so ein bisschen ein paar Zusammenhänge zwischen den Modellen gibt. Ich meine, soll es ja auch. Ist vielleicht nicht immer möglich. Gerade wenn zwischen einem Modell und dem neueren Modell so viele Jahre zwischenliegen. Aktuelles Beispiel natürlich Toyota Supra. Auch
Riesendiskussion natürlich, was die neue gut oder schlecht ist. Ich würde sagen, erstmal abwarten, erstmal fahren und vielleicht auch mal die Entwicklung abwarten. Dass es dann auch ja auch Stelle für den Tuning-Markt gibt, weil wenn man auch das vergleicht, wird der Supra, muss dann auch die Serien super vergleichen. Man kann jetzt nicht eine vollgetunte Supra mit 800 PS vergleichen gegen die neue Supra. Das macht keinen Sinn. Für die neue Supra wird es dann mit der Zeit auch noch mehr Teile geben, die dann, denke ich mal, auch den Wagen viel geiler machen werden. Wenn man sich einen alten Toyota Supra vorstellt, dann meistens halt irgendein getuntes Auto. Im Vergleich ist es natürlich total sinnlos, ein getuntes Auto mit einem Serienauto zu vergleichen. Natürlich ist der getunte Wagen geiler, ist doch logisch. Das ist jetzt ja keine Offenbarung. Sondern das getunte Auto richtig bumsen und also sportlich kit und das geiler findet als das Serienauto. Das ist klar. Ich denke, wenn man die beiden Serien vergleicht, denke ich mal, viele den neuen auch cooler finden. Mustang, Volkswagen. Erstmal abwarten. Also ich freue mich auf die neue Supra. Ich bin gespannt, wie dann so gerade auch die Entwicklung des Tuning-Marktes, was es dann für Teile geben wird. Sei es optisch oder halt technische Verbesserung. Hinsichtlich Tuning natürlich. Na, abwarten, Tee trinken. Oder in Japan, was ich Reis essen. Hat ja noch alles ein bisschen Zeit. Die Kooperation mit BMW finde ich auch sehr cool. Ist ja eigentlich so ein bisschen aktueller Z4 und Toyota Supra auf einer Plattform stehen. Oh ja. Finde ich cool, ich meine, warum nicht? Noch zwei coole Hersteller. Wenn dabei was noch cooleres rauskommt, why not? Okay, schon hat die 3 vor mir. Das war der 997 da noch, ne? Ein sehr, sehr schönes Track-Toy. Ja, bin vorbei. Jetzt aber, weil er eine Beschleunigung. Ich glaube, da ist ein GTR doch ein bisschen besser. Als der alte GT3. Dafür muss ich jetzt der GT3 auch nicht schämen. Dass er der Beschleunigung nicht mithalten kann. Dafür wird er mich in den Kurven so hart versägen. Weil mir halt das Auto gerade im Weg war. In der KI. Also ist halt ein Straßenrennen. Gott. Das war dämlich. Der Isch war sehr, sehr dämlich. Der wohl trotzdem noch Vierter. Der noch schöner Lambo. Den es aber leider nicht gereicht hat. Und für mich ebenso nicht zu einer guten Platzierung. Vierter, ja, gut, Huracan, klar. Okay, der alte Ford GT und Continental Forza Edition. Ja, kann man so machen eigentlich. Ist ganz in Ordnung. Dieses Rennen muss besser werden. Das eine Rennen mache ich jetzt noch. Eine Straßenszene-Rennen. Der GTR fährt sich schon echt besser. Vor allem jetzt auch beim Gewicht, das merkt man deutlich, dass er jetzt weniger wiegt. Dass er jetzt ein akzeptables Gewicht hat. Ich meine, auch so schnell ein Nissan GT-R auf der Rennstrecke sein mag, halt mit dem Gewicht ist es aber eigentlich nicht gut. Der ist viel zu viel, was der wiegt. Ich glaube, je nach Version kann er sogar über 1,8 Tonnen wiegen, ein GT-R. Das ist halt schon, boah, ist echt viel. Das muss, glaube ich, echt nicht sein. Wenn ein Auto so schwer ist. Ich meine, der ist ja auch kein riesen Motor. Ja gut, der hat Allrad. Das ist natürlich fürs Gewicht nicht so gut. Ich glaube, es geht auch leichter. Muss man halt immer gucken. Natürlich auch, zu welchem Preis man sowas anbietet. Da leichter geht es wie immer halt. Sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kohle, ne? Das ist 918 Spider. Hat ja auch Allrad. Hat dazu noch ein Hybridsystem, was über 100 Kilo wiegt. Habe ich nur 1,6 Tonnen. Nur. Und noch einen größeren Motor. Der auch echt leicht ist. Ich glaube, ein Motor von 918 wiegt, glaube ich, nur irgendwie so 120, 100 oder 140 Kilo. Das ist nichts, Alter, für einen 4,6 Liter Motor. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Ja, schön Allrad. Ja, da bin ich auch noch vorbei.
Danke. Okay, 75S. Hätte ich vielleicht auch nochmal irgendwann fahren. Let's play, mal gucken. Ja, natürlich. Den habe ich jetzt auch voll gesehen. Weil da konnte ich jetzt ja echt nichts für. Wieder mal sehr unvorteilhaft. Kleiner Aufwandabschnitt hier sogar. Macht nichts. Ich habe Allrad. Hat er gerade einen großen Geschwindigkeitsüberschuss, der mir leider nichts gebracht hat. Oh Gott, Alter. So. Warum sind die alle so krass? Das verstehe ich nicht. Ich muss sie auch gleich bremsen, glaube ich. Ja. Oder ich werde ausgebremst. Der Minifahrer war dann, glaube ich, auch tot. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Das machen wir nochmal. Erster könnte knapp werden. Mein Bestes. Und knapp, 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 mein Freund. Aston Martin, Vanquish, glaube ich, war das, ne? 0,1 Sekunde, ein Zehntel. Dies war knapp. Nächstes Mal kriege ich dich, mein Freund. Dann kommen wir schon rein in den Zug. Die BMW ist aber noch dritter geworden. Das ist vom Naturfeld-Auto. Aber ein cooles Rennen. Aber die Strecke, also die war schon echt fast, muss ich sagen. Mit echt guten Speed drauf. Ich weiß nicht, wie schnell ich gefahren bin. Hat doch bestimmt über 300, oder? Ich Top-Speed drauf. Und gerade auch so oben rum. Da zieht der GT auch sowas von, ey. Für die Leistung. So, das bei 300 noch lange nicht Schluss an der Beschleunigung. Da macht er noch munter weiter. Noch ein schönes T-Shirt gewonnen, warum auch nicht. Und ja, die neue Horizon Story machen wir auch bald. Keine Sorge, ne? Keine Sorge. Tja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.